Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal hier hoch und reden mal mit den beiden da. Hey, lange nicht gesehen. Meine Frau ist auch wieder kerngesund. Das Wetter ist toll. Hast du Lust auf eine Abfahrt? Wie wär's? Ja. Na los, bis zu meinem Haus, um die Wette. Okay. Oh Mann. So. Gegen ihn ist noch nicht mal so schwierig. Wir sollten ihm halt auch nicht in die Quere kommen. Gegen sie wird später schwierig. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Ich habe hier noch ein Müsli stehen, aber das darf gerne noch ein kleines bisschen einweichen. Ich mag das, wenn es ein bisschen eingeweichter ist. So. Nicht gegen den Baum. Okay. Ich werde nicht die kurze Strecke nehmen. Nein! Na gut, ich sollte eigentlich genug Vorsprung haben. Eigentlich. Betonung liegt auf eigentlich. Und rechts rum, vorsichtig, nicht gegen die Wand, nicht gegen die Brücke. Ja, Mann. So, guck mal kurz ein bisschen was von meinem Müsli essen. Dass wir es vielleicht auch noch ein bisschen knusprig haben. Ich hab verloren. Du bist ein Naturtalent. Na denn, ich spreche niemals mit vollem Mund. Mein erster würdiger Gegner. Wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm zum Berggipfel. Mhm. Fies. Ich kann mich hier jetzt nicht einfach warpen. Kann ich mich hier einfach warpen? Ja. So. Okay. Auf nach oben. Das Müsli ist so lecker. Das ist so ein Früchtemüsli, so ein Früchte-Knusper-Müsli. Mm. Voll lecker. Mit Apfelstückchen drin und Bananen. Eigentlich ganz cool. So. Unglaublich, dass du gegen meinen Mann gewonnen hast. Vielleicht willst du auch mal gegen mich antreten? Ja. Also dann. Auf geht's, bis zu meinem Haus. Okay. Abfuck Level hoch 10. Ich werde jetzt ausrasten. Oh, ich hasse dich. Für deine Geräusche hasse ich dich schon. Für deine Geräusche hasse ich dich schon. Sie ist halt ein bisschen kleiner und agiler, ne? Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Das ist so krass. So. Vielleicht ein bisschen kleiner machen. Sie springt halt echt über die Bäume drüber, ne? So, und wir sehen jetzt gleich, dass sie hier links den anderen Weg nehmen wird. Nein! Das war's. Können wir schon vergessen. Das können wir schon vergessen. Wir gucken mal auf der Karte, wo sie ist. Das können wir schon vergessen, leider. Verloren. Oh, Manu.
gewonnen, bla bla bla. Ja, ich will es nochmal versuchen. Ich will es nochmal versuchen. Oh, kein Müsli? Okay, kein Müsli für mich. Kein Müsli für Foxy. Ich will den langen, kurzen Weg nicht machen, weil der ist mir zu unsicher. Ich kann den einfach nicht. Ich kann den einfach nicht. Wir bekommen, glaube ich, ein Herzteil, wenn wir das schaffen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay. Wir haben eigentlich einen guten Speed drauf. Komm, wir versuchen es einmal. Wir versuchen es einmal. Nein! Es wäre fast gut gegangen. Es wäre fast Jod hier, Junge. Wartet mal hier. Müsli. Müsli-Time. Hm. Mach doch eine Aufnahmepause und isst zwischen den Parts. Nö. Mhm, Alles cool, Schneefrau. Versuch Nummer 3. Jetzt krieg ich dich. Die lässt mich noch nicht mal in ihren Windschatten. Blöde Kuh. Am besten schon mal das Schwert zücken. Damals mit der Wiimote war das. Eigentlich ganz cool sogar. Ich hatte das Gefühl, oder ich habe jetzt das Gefühl, dass es bei weitem einfacher ist. Na? Okay. Jetzt bloß nicht verkacken. Jetzt bloß nicht hier unten verkacken. Das ist immer die Stelle, an der ich schön verkackt habe. Ja! Ja! Drei Versuche nur! Ja! Bäm! Fotz! Ich darf nicht mehr. Nein. Du bist unschlagbar, Link. Da war ich mir ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Ich bin nicht unschlagbar. Du hast mich zweimal besiegt, du blöde Kuh. Du bist eben doch ein kleiner und flinker als mein Mann. Kein Wunder, dass du so gut bist. Hier, das hast du dir verdient. Ja, Mann! Aber kein Wort zu meinem Mann. Lass uns irgendwann mal wieder um die Wette fahren. Ja, irgendwann. Irgendwann. Hab's nicht bereut, jetzt lange den kurzen Weg genommen zu haben. Hat doch gut funktioniert. Hat doch gut funktioniert. So, wir warpen uns. Sorry. Oh. Wir warpen uns jetzt erstmal. Und zwar würde ich gern eigentlich... Wir müssen in die Stadt? Ja, natürlich, zu Thelma. Wo würde ich denn gern eigentlich hin? Doch schon hier oben, ne? Das heißt, wir gehen nach da. Ja. Und warpen uns nach Hyrule-Stadt. So. Müsli ist lecker. Das war so klar. Link, wo bist du? Hallo Link. Ich habe Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Ja. Also, das wäre erledigt. Oh, da hat die Pest. Okay. Er hat zwei Briefe für uns. Komm, die lesen wir doch jetzt erstmal. Ne? Briefe? Lieber Freund,
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine frohe Zeit miteinander verbracht. Okay. Touristeninfo. Die Touristeninformation Ranell informiert. Genießen Sie Freizeitspaß inmitten herrlicher Natur. Tina und Sina bieten neue Attraktionen, die Jung und Alt begeistern werden. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Zoras. Und Frau des Schneemenschen, entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach in den Schneebergen vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Wow. Damit kommst du echt früh, Matonia. So. Nach Norden raus wollten wir. Nach Norden wollten wir raus. Norden. Ich Vollidiot, wir können gar nicht nach Norden raus. Ich Vollidiot, ne? Da oben fehlt halt echt ein, da oben fehlt halt echt ein Ort, wo wir uns hinwarten können. Tatsächlich. Okay, ich höre ja schon auf. So. Ich glaube, die Steine hier. Guck mal auf hier. Stirb. Stirb. Nee, so einfach ist das nicht, ne? Ich glaube, die Steine hier können wir auch jetzt einfach so zerstören, ne? Ja, Mann. Das ist gut. Dann können wir mal die Karte wegmachen. Mal ein bisschen mehr Spielraum. Ne, wir behalten die Karte mal drin, ne? Für euch behalte ich die Karte mal drin. So, damit ihr die auch seht. Alles cool. Ich frage mich, ob wir jetzt in den Süden Hyrules einfach reinkommen. Das wäre mal interessant zu erfahren. Nee, was ich machen will, ist nach hier oben gehen. Weil, da war ja noch was, geh weg, du Exalfos. Es gab mal irgendeine Internetseite, da wurden die als Exalfons bezeichnet. Ich lachte, sehr. Und hier war doch so eine Höhle, wo wir ohne unseren Prügel hier nicht weiterkamen. Da wollte ich jetzt mal hin. In diese Höhle. Da, ne? Ja, Mann. Wo wir ohne unseren Morgenstern ja nicht weiter kamen. Nein. Nein. So. Ist eigentlich ein ganz einfaches Rätsel. Wenn man es so will. Ja. Halt. Halt, 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 halt. Der muss erstmal wieder zurück. Sonst kriege ich den da nicht mehr weg. Doch, kriege ich schon, aber... So. Nee, der muss da stehen bleiben, tatsächlich. So, und dann machen wir das so.
So. Ich weiß noch, wie ich damals hier so lange gerätselt habe, bis ich das hinbekommen habe. Dabei ist es halt echt einfach. Das war nur das erste von dreien. So, hier haben wir zwei Knöpfe. Hier haben wir zwei Knöpfjes. Hier haben wir zwei Knöppers. So. Dann schieben wir dich dahin. Dich darüber. Dann muss ich dich einmal kurz wegschieben. So. Dann schieben wir dich dahin. Dich wieder zurück. So. Dann schieben wir dich dahin. Dich hier rüber. Und dich dann dahin. So. Dann so. So. Und so. Eigentlich voll easy, ne? Ich guck mir das gerade tatsächlich nicht ab, Leute, ne? Ich möchte euch das nur mal kurz... Ich möchte es nur mal kurz anmerken. Ich guck mir das gerade tatsächlich nicht an. Hier ist es tatsächlich erstmal ein bisschen schwieriger. Mag man denken. Ist es aber tatsächlich gar nicht mal so sehr. Weil im Grunde genommen hatten wir das Rätsel schon mal. Im Grunde genommen hatten wir das Rätsel schon mal. So. Wobei doch, das ist doch schon ein bisschen tricky jetzt. Ist es nicht. Oder? Doch, doch ist es tatsächlich leider. So, lass mal überlegen. Ich schiebe euch mal in eure Ausgangsposition zurück. So. So, Moment mal. Wenn der hier steht. Ne? Dann kann ich den hier rüberschieben. Und den dahin. So. Jetzt steht der da. Jetzt kann ich den hier rüberschieben. Den hier rüberschieben. Hier rüberschieben. Und dann steht der da. Da. So. Jetzt kann ich den hier rüberschieben. Ja, easy. Ich hab's. Den darüber schieben. Im Grunde genommen, wie gesagt, ist es kein Rätsel, was wir nicht immer hatten eigentlich, ne? Easy peasy lemon squeezy, Leute. Easy peasy lemon squeezy. So. Und zack. Julianisch M. Nein, das ist ein Ernstteil. Das wäre jetzt traurig gewesen, wenn es nur ein Stempel gewesen wäre bei so einem Rätsel, ey. Das wäre richtig traurig gewesen, ne? Aber, wie Sie sehen, liebe Freunde, war dieses Rätsel gar nicht mal so arg schwer. Aber, was wir jetzt tun, ist diesen Part beenden, denn ich möchte jetzt mal mein Müsli essen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Ciao, ciao. Oh, ihr mieste Nightfuchs. Ja, ja. Hey.